Guck einmal, ob die Einblendung schon mal stimmt. Das sieht schon mal gut aus. Da steht oben Ingos Trecherhand. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, ich schalte dann mich wieder auf Stumm. Und Ingo, ja, viel Spaß bis 20 Uhr. Dann werden wir dich wieder informieren, dass wir weitermachen möchten. Ich bin gespannt, was du so bis dahin alles in deinen Kisten und Kästchen findest. Und wir Ja. lassen uns mal überraschen. Super, bis 20 Uhr dann. Gut. Bin ich dran? Bin ich live? Ja, gut, sind alle weg. Dann bin ich live, denke ich mal. Ja, erstmal herzlich willkommen zur 39. Folge von Ingos Treasure Hunt. Heute haben wir den 26. Februar 2022. Und ich wollte heute mal ein bisschen was anderes zeigen. Das ist mir gerade so spontan eingefallen. Eigentlich kam ich auf die Idee, weil ich einige Sachen gesucht hatte für den Top 3 Talk, der heute Abend noch gesendet wird. Da geht es um Papier, um gedrucktes. Und zwar darf jeder einfach mal seine Lieblings-retro-bezogenen gedruckten Sachen mal zeigen. Und da war ich noch einige Dinge am Suchen. Dummerweise finde ich irgendwie 90% der Sachen gar nicht mehr. Und ja, da bin ich aber auf eine Kiste gestoßen mit alten VC20 Hardware-Ding. Ich mache mich mal gerade ein bisschen größer hier. Warte mal. So. Damit man auch jetzt besser sehen kann, was ich hier alles Schönes hab. Fangen wir doch einfach mal an, was hier in der Kiste drin ist. So. Oh nein. Ich habe hier ein grünes Ledertuch. Das kann man gar nicht erkennen. Also hier die, das ist, um den Staub also zu schützen. Und jetzt ratet mal, was ich hier hab. Das hat noch nichts mal was mit dem Computer zu tun. Eine Schreibmaschine. Kennt ihr das noch? Sogar mit Display, also hochmodern. Ich frage mich auch, warum hat man sowas aufgehoben? Hat man immer noch gedacht, dass man irgendwann mal wieder zurückkommt und, naja, auf der Schreibmaschine schreiben wird? Und die ist halt, ich weiß nicht, mit Farbband wahrscheinlich. Ach nee, da gibt's eine Kassette. Die ich nicht mehr rauskrieg. Aber hier kann man mal reingucken. Das ist so eine Farbkassette, also so ein Farbband. Und wahrscheinlich mit Nadel und Matrix. Und das war damals absolut hochmodern. Und keine Ahnung, warum er die nicht weggeschmissen hat. Ja, das ist halt. Es sind halt solche Dinge, wo man immer mal gedacht hat, das braucht man sicherlich noch mal. Und ja, made in Japan. Und Seriennummer 6633 von Casio. Und man hat sogar hier ein Fach gehabt für Batterien. Also man konnte hier Batterien reinmachen und dann hatte man ein quasi eine Art Notebook, was man unterwegs mitnehmen konnte zum Schreiben, zum Tippen. Tja. Und hier steht noch Demonstration, Papier einlegen, Code-Taste gedrückt halten, Stromversorgung einschalten. Okay, naja. So, also so viel erstmal zu einer Schreibmaschine. So, schaut mal, was ich jetzt hier habe. Eine Gameboy-Tasche. Ich bin mal gespannt, ob da auch ein Gameboy drin ist. Machen wir mal auf. Wobei, das ist jetzt schon Spätzeit. Ja, tatsächlich. So. Ganz viele Spiele sind auch drin. Ich kann dir mal zeigen. Oh, da ist irgendwie so eine. Ach nee, die Tasche löst sich auf. Hier, was ist das? Metroid 2. Dann habe ich hier Quirks. Solar Striker. Was habe ich denn noch Schönes? Oh je. Ich glaube, danach muss ich mir die Hände waschen. Dann hier Teenage Mutant Ninja Turtles. Ha! A-Type. Und was habe ich denn hier noch? Solomons Club. Kenne ich gar nicht mehr. Was noch hier? Ach, natürlich ein Spiel, das nicht fehlen darf. Tetris. Tennis. So, und dann waren noch ein paar andere Spiele. Aber, Leute, Leute, ich habe leider keine Kamera. Die Tasche fault gerade ab. Da ist überall jetzt eine schwarze, ekelhafte Schicht, so eine Schmodderschicht. Und ich krieg hier die Krise. Ich habe jetzt meinen ganzen Schreibtisch eingesaut.
Und, hier ist auch der, ich kann es euch mal zeigen. Hier ist der Gameboy und da ist jetzt so eine schwarze Drecksschicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist von dem Schmodder, von dem Neopren, was sich jetzt hier irgendwie auflöst. Und es ist richtig ekelhaft. Natürlich noch eine Lupe, die darf nicht fehlen. Und ein Akku. Ach, und den Akku-Pack habe ich auch noch, aber das lasse ich jetzt drin, weil ich werde das Ganze hier mal verpacken, weil das ist richtig ekelhaft, was da. Eieiei. Oh, warte mal. Also das zersetzt sich. Ja gut, wie alt ist das jetzt? Aber Gameboy ist ja noch nicht so alt. Das ist ja, glaube ich, erst Ende der 80er rausgekommen. Also, das geht eigentlich noch. Ich meine, das darf doch nicht zerfallen. Ich meine, ich zerfall ja auch noch nicht. So. Das war dann Gameboy und... Ah, nein, jetzt habe ich hier meinen Schreibtisch versaut. Warte mal, ich brauche hier... Ich brauche was Flüssiges. Nein, Ceva und... Warte mal, ich habe jetzt hier auch eine... Wasserflasche, ich muss mal direkt hier meinen Schreibtisch putzen. Sekunde, weil. Jetzt ist hier alles verschmoddert und meine Hand ist schwarz. Oh nein, und jetzt verschmiert das. Wieso habe ich hier nichts zum. Warte mal, ich brauche mehr Wasser. Es geht nicht weg, das Zeug. Das hat sich jetzt in meinem Schreibtisch. Jetzt habe ich mir Wasser über meine Hose geschüttet. Oh Mann. So, warte mal. Jetzt ist einigermaßen das sauber. Das Papier werfe ich mal gerade da hinten hin. Muss ich dann wegräumen. So, warte. Und jetzt kommt was Feines. Mein alter VC20, der lebt noch. In einer Papierfolie eingewickelt. Und da bleibt die auch erstmal drin. So, jetzt kann ich noch mal anschauen, auch die Tasten hier. Stimmt, der hat ja gar keine Pfeiltasten gehabt, weil die Spiele wollen manchmal Pfeiltasten. Ja gut, es gab so diese Cursor Up, Cursor Down hier, wo man halt quasi über eine Tastenkombination dann rauf und runter gehen konnte. So, und das stelle ich jetzt mal da hinten hin. So, dann natürlich darf nicht fehlen hier eine Datasette. Habe ich sogar mehrere. Ist ja lustig, hier auch mit so einem Erdungskabel. Das sieht man halt ja auch nicht mehr. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch ein Stecker integriert, die Erdung. Nur, warum war das denn damals nicht integriert? Komisch. Also, externe Erdungskabel, das sieht man mittlerweile echt selten. So. So, dann habe ich was ganz... Nee, das zeige ich euch jetzt nicht, weil es ist was mit Papier. Das kommt heute Abend in dem Top-3-Talk mit gedruckten Sachen. Warte mal, das muss ich jetzt da hinten hinschmeißen. Oh. Ach! Und, wenn man es braucht, die Anleitung hier für die Schreibmaschine habe ich auch noch aufgehoben. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ach! Das hier, das kennt ihr ja auch, das ist dieser Pseudo-Trackball, ist es nicht der Quickshot? Ja, Quickshot. Eigentlich einer der schlechtesten Joysticks ever. Also, der gehört eigentlich verboten. So, dann habe ich noch hier ein Spiel. Für den C64-128, das sieht man jetzt nicht, weil es ist irgendwie auf ein bisschen grün. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Donald und das magische Alphabet. Ein Lernprogramm ab 5 Jahren. Wobei, fairerweise muss man sagen, ich glaube, das hatte mein Bruder, weil das kannte ich gar nicht. Weil der war jünger als ich und ich glaube, da war ich schon zu alt. So. Interessant, eine Maus, die mit Tesafilm geklebt wurde. Das sieht aber mir eigentlich fast aus wie eine PC-Maus. Oh je, könnt ihr das sehen? Also, es sieht nicht gesund aus.
Da ist irgendwas geklebt. Also es ist eine PC-Maus, hat auch drei Tasten. Oh, jetzt habe ich eine. Was ist das denn jetzt hier? Jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt. Eine. Ist das eine C64-Maus? Ich habe hier eine Maus gefunden. Und zwar, die sieht sogar eigentlich recht modern aus. Und da steht hinten Commodore drauf. Und das ist, glaube ich, keine Amiga-Maus. Oder, nee, das ist doch keine Amiga-Maus hier. Kennt das jemand? Also, das hat auch so einen DB9-Stecker. Und da steht Commodore drauf. Was ist, warte mal, steht da vielleicht auch ein Typ drauf? Eine Seriennummer 35226. Und die Taste, die ist irgendwie nicht ganz richtig. Also, hat jemand eine Ahnung, was das für eine Maus ist? Oder kann das sein, dass ich die damals bei dem 128D, dass die dabei war? Ist ja ein Ding. Also wenn jetzt jemand weiß, was für eine Maus ich hier habe, dann mal bitte Bescheid geben. Zumindest der Deckel hier, der hält nicht mehr ganz. Der labert irgendwie rum. Keine Ahnung. Moment. So, hier, da ist... Ich weiß gar nicht, wie der Mechanismus hier geht. Es ist schon so lange her, dass ich eine Kugelmaus in der Hand hatte. Ah, so, ja gut, so hält das. Also ein ganz komischer Schiebermechanismus. Und ihr seht hier, da steht ganz groß Commodore drin. Also das muss irgendwie scheinbar eine C64-Maus sein. So, dann habe ich jetzt hier Cartridges für den C64. Omega Race. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es nicht mehr. Ich habe vom Namen her schon, aber ich erinnere mich jetzt überhaupt nicht mehr. Und eine Nordic Power. So, und jetzt kommt ein PC-Teil. Und zwar so ein labriger Gravis Blackhawk Labberstick. Also, das ist ja... Das wackelt ja. Und vor allem, schaut mal hier, der hat hier das Kabel, das ist jetzt nicht durch den Innenstiel durchgeführt, sondern außen geht das hier mit einem externen Kabel lang. Ich finde das total, das sieht komisch aus. Finde ich, also das ist echt merkwürdig. So, was habe ich denn hier noch alles? Ein Buch, Arbeiten mit CPM. Ja, vom Cybex Verlag. Das ist auch schon ein bisschen her. Und ich habe hier übrigens noch eine Schachtel von einem Gameboy-Spiel, von dem Solar Striker. Also da sind noch ein paar Schachteln sogar da. Wobei man hat die ja damals beim Gameboy, glaube ich, auch relativ gerne weggeschmissen, die Schachteln. Weil, ja, man hat ja immer dann so eine schöne Hülle gehabt. Und ui, ich habe hier Festplatten gefunden. Das sind alte Festplatten, glaube ich, die wurden irgendwann mal ausgebaut. Ja, weil man hat ja, glaube ich, dann irgendwann mal auch die Rechner weggeworfen. Und ja, dann 40,9 Gigabyte. Also dann ist die noch nicht so alt. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, dass ich ja irgendwie die Speicher, also irgendwie stagniert das ja so ein bisschen so mit den Arbeitsspeichern. Ich hab jetzt, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren, also seit 10 Jahren in meinem Notebook immer nur 1 Terabyte Speicher. Das reicht mir halt mittlerweile aus. Man braucht halt nicht so viele große Speicher, also so große Festplatten. Heieiei, guck mal, was ich hier gefunden habe. Die Lux Paint 4, ein Handbuch. Tja, das hatte ich sogar mal als Original. Ist das nicht toll? Wobei, das war jetzt die Billigversion. Es gab irgendwann mal einen Amiga mit so als Bundle, wo halt dann auch Deluxe Paint drin war. Und ja, davon habe ich das. So, ich habe noch was, aber das kommt heute Abend im Top 3 Talk. Das ist schönes Papier. So, dann habe ich übrigens eine Anleitung noch von einem Textverarbeitungsprogramm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Wordworth. Es war sogar
einigermaßen gut fand ich. Und was ist das denn? Ach, das ist. Moment, vor allem, wenn ich mir mal das jetzt so anschaue, schaut man hier die Screenshots von Wordworth. Das sieht eigentlich aus, wie heute auch Textverarbeitungen aussehen. Also relativ modern. Also, wenn ich bedenke, was es damals halt auf dem PC dann halt teilweise gab, da diese ganzen auf MS-DOS die Anwendungen, die könnte ich, glaube ich, heute gar nicht mehr bedienen. Das ist halt. Aber damals waren halt grafische Oberflächen so bei Textverarbeitung, das war verpönt. So Wüsewück, also what you see is what you get. Das wollte man damals irgendwie auf bei den PC-Leuten nicht nutzen. Ich erinnere mich, es gab ja dann für MS-DOS diese Textverarbeitung, wo man halt auch alle möglichen Tastenkombinationen brauchte. Was ist das? Ich habe hier eine Anleitung von einem Monitor gefunden. Den kenne ich gar nicht mehr hier. Sanyo DM4112. Erinnere ich mich gar nicht mehr, dass ich den Monitor irgendwo hatte. Das ist ja ein Ding. Das ist ja, und 15,8 Kilohertz Scanning Frequency. Also es muss halt damals auch für Amiga gewesen sein, unter anderem. Also Sanyo DM4112, erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Ach, die Anleitung hier von einer Blizzard-Turbokarte, die 1230 mit 50 MHz, die habe ich ja noch. Dann hier ein Benutzerhandbuch, irgendwie vom Amiga, 1200, glaube ich. Ach, und hier habe ich etwas, ja, da erinnere ich mich. Und zwar, ich hatte mal einen Monitor für den Amiga, ich weiß jetzt nicht mehr für wann, von Acorn. Und zwar war das der AKF50. Und den konnte man, also das war ein ganz toller Monitor. War das ein Multisync? Oder den konnte man, ich glaube, den konnte man am Amiga mit und ohne Flickerfixer betreiben. Aber da erinnere ich mich jetzt nicht mehr ganz. Das Schlimme ist, den habe ich dann irgendwann mal weggeschmissen. Weil, ja, es gab halt da mal die Zeit, da dachte man, das ist halt alter Mist und alles weggeworfen einfach. Ja, das war halt dann so. Ach, hier eine Anleitung von der Datasette von Commodore, original. Das hätte ich letztens gebraucht. Ach, und hier, seht ihr das? Das ist diese RAM-Erweiterung für den C64 und 128D, die man für Sonic braucht. Also diese ROY, RAM Extension Unit. Die habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. Fragt mich jetzt nicht wo. Aber ist ja interessant. Also da habe ich die Anleitung noch für sogar. Also komplettes Paket. Aber ich weiß jetzt nicht, warum die Anleitung nicht in der Schachtel von dem Ding drin ist. Das ist halt etwas merkwürdig. Aber passiert halt so im Laufe der Zeit. So. So, dann habe ich noch alle möglichen Variationen von originalen Quickshots, Quickshots, Competition Pros. Einmal in schwarz, einmal hier in transparent. Dann noch die Mini-Variante. Aber ich muss sagen, dass die halt mittlerweile so vom Druckpunkt finde ich halt ziemlich unspannend. Oh! Und das ist, glaube ich, hier ein HF-Modulator hier für den 128D oder C64, den man am Antennenausgang hier vom Fernseher anschließen konnte. Jetzt frage ich mich, gibt es denn nicht noch Antennenausgänge bei aktuellen Fernsehgeräten? Kann man das da nicht anschließen, dann theoretisch? Hm. So. Dann hier, das kennt ihr vielleicht auch, diesen Joystick, aber irgendwie hört sich da was ungesund an. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber da wackelt was ganz extrem. So, und jetzt... Jetzt zeige ich euch mal auch ein ganz altes Schätzchen, und zwar meinen ersten Drucker.
Ja, könnt ihr das sehen? Das ist ein richtiger Drucker, wo man halt auf so einem kleinen Rollband ausdrucken konnte. Und der ist uralt. Also der muss wirklich von Anfang der 80er Jahren gewesen sein. Mit Farbband. Also der hat auch ein Farbband drin. Oh, warte mal. Da ist das Papier angebrannt. Ne, da ist irgendwas schwarz oder was. Die Tinte ist ausgelaufen. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt hier? Wenn man hier reinguckt. Ja, das sieht halt etwas... Das ist ja total primitiv. Die Technik, die dahinter steckt. Aber gut. Das war halt die erste Möglichkeit, die ich damals hatte. Das war für den 120D, um Sachen auf Papier zu bringen. So. So. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich habe die interessanten Dinge übrigens gefunden für meinen Top 3 Papiertalk heute Abend. Und ihr dürft überrascht sein, was da vorkommen wird. So. Oh Mann, ich muss mich, glaube ich, gleich danach duschen. Moment. So, Moment, die Schreibmaschine packe ich auch wieder rein. Weil ich komme derzeit nicht mehr aus meinem Büro raus. Ich habe jetzt alles hier vollgestellt. So. Schade, dass ich jetzt hier keine große Kamera habe. So. Das ist nicht von einer Kasse geklaut. Das war damals halt. Das waren so auch mit die ersten Drucker, die man halt verwendet hat. Und ja, du hast recht, da könnte man eine Kasse machen. Warte, wie, das Bild ist spiegelverkehrt. War das spiegelverkehrt, das Bild? Das Mister. Moment, wieso ist eigentlich das Bild von Ingo spiegelverkehrt? Das Bild, Mister Bild ist richtig. Bin ich spiegelverkehrt? Warte mal. Ich zeig dir mal gerade. Ach, ihr könnt das gar nicht sehen. Das ist natürlich doof. Leute, warum sagt ihr mir denn nichts? Habe ich gar nicht gesehen. Ich kann mich mal gerade kurz entspiegelverkehrten. So, Moment. So, jetzt habe ich's. Seht ihr? Jetzt stimmt's. Ja, sorry, habe ich nicht gesehen. Aber ich hoffe, ihr konntet das dann teilweise hier hören. So, ich muss mir mal ganz, ganz kurz die Hände waschen gehen, weil ich habe da jetzt echt so ein Schnodder-Ding dran von dem alten Zeug. Und ich komme sofort wieder. So, geschafft. Okay, dann würde ich vorschlagen, Hände gewaschen, jetzt geht's weiter mit den klassischen Dingen, beziehungsweise nicht klassischen Dingen, sondern dem normalen Format. So, ich werde mich aber mal, ich habe eine Idee, ich glaube, ich wandere mal in die Ecke hier rüber, weil das passt dann irgendwie besser. Nee, passt nicht. Ja, ich muss mich da wieder spiegeln. Das passt sonst halt nicht. Aber ich muss dann heute Abend für den Treasure Hunt muss ich mich dann halt noch mal umdrehen. Gut. Ich hoffe, das war interessant für euch. Nee, Ingwer werfe ich jetzt nicht ein. Sofort, weil sonst kann ich nicht reden. Oder dann hechel ich jetzt hier nur rum. Außerdem, ich bin hier schon, ich weiß, ob ihr sehen könnt. Ich bin total verschwitzt, weil ich halt jetzt das ganze Zeug hier eingeschleppt habe. Und die Kiste, die war halt sowas von schwer. Und es war echt heftig.
Ich habe übrigens, das muss ich auch sagen, ich habe Mist gebaut. Und zwar beim letzten Mal habe ich mir nicht aufgeschrieben, was das letzte Spiel war. Ich weiß auch nicht, warum ich das verpasst hatte. Ich glaube, es war Private Shoot. Das war ja diese Game & Watch-Umsetzung. Und die war wirklich echt hervorragend. Also ein ganz, ganz toller Titel. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel namens Paratrooper von System 4. Das sagt mir jetzt eigentlich gar nichts. Ja, okay, man ist die letzte Hoffnung der Erde und blablabla. Und USL und ach du. Und also das ist mir, glaube ich, jetzt auch etwas zu krass. Nee, nächstes Spiel. Also das Pirate Shoot vom letzten Mal war so ein klasse Spiel und das ist halt wirklich teilweise jetzt wieder. Okay, 82 von Rabbit, aber nee, das geht auch nicht, das kann ich schon sagen, weil da fehlen manche Teile. Also das bräuchte mehrere Teile, das Spiel. So, Pellmanism? Was ist das denn? Ah je, das sieht auch, okay, Player 1. Achso, das ist ein Kartenspiel. Boah. Nee, oder? Das brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, Kartenspiele waren damals auch irgendwie in. So, er muss jetzt erstmal mischen. Wartet ab. So. Oh Leute, ich bin irgendwie heute krank, weil ich habe gerade meine Maus genommen und wollte jetzt hier auf die Karte klicken und stellt plötzlich fest, das geht ja gar nicht. Ja, oder mit dem Joystick. Nee. Nee, okay, also. Gut, machen wir mal weiter. Ich habe auch jetzt keine Lust auf Kartenspiele. Das ist, ja, das Perlius, Perlius Cavern. So, mit 16 Kilobyte, das ist mit Sicherheit ein Text-Adventure. Weil alle Spiele mit so einem Namen und mit 16 Kilobyte Speicher waren damals Text-Adventures. Das ist so eine Konstante. Eine Konstante, bei der man sich auch irren kann. Also das ist jetzt echt peinlich. Das ist ein Spiel. Ein richtiges Spiel. Ich bin gestorben. Ach, da kann man nicht drüber gehen. Wie geht man denn da weiter? Also ich kann nach links gehen, nach rechts. Und wenn ich darüber gehe, bin ich tot. Nee, das kann ja nicht sein. Oder ist das Spiel nicht gestartet? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, Arne, du bist lustig. Ja, es gibt einen PlayStation 1 Core, aber ich habe irgendwie keine Zeit dafür. Beziehungsweise, warum spiele ich den Forte 20? Weil es mein erstes System war und ich komme hier nicht drüber. Doch. Ach, man darf nicht stehen bleiben. Ah, okay, jetzt habe ich's. Es war halt mein erstes System und da verbinde ich halt irgendwas damit. Und ja, die Spiele sind schrottig. Wobei ich das jetzt hier ziemlich gut finde. Also das sieht echt, oh nein, doofes Spiel. Das ist zu Ende. Moment. Und jetzt, lauf. Ja, ich hab's. Ich bin drüben. Ich kann das Ding nicht berühren. Ach, das ist heftig. Aber ich finde, das Spiel sieht richtig gut aus. Also das ist... Aber man darf nicht. Aber das ist doof, man darf nicht stehen bleiben. Vor allem, wie wenig oder wie viele Spiele hatte ich bis jetzt, wo es eine Hintergrundmusik gab? Die sogar jetzt mal nicht abgekupfert war. So. Oh nee, ich bin zu doof, ich krieg's nicht hin. Außerdem, Arne, ich spiele auch auf dem Mr. FPGA.
Wobei, ach, ich schaff's nicht. Das ist sowas von schwer. Wobei man denn jetzt auch nicht vergessen darf, wahrscheinlich, dass der, es kann schon gut sein, dass der PlayStation Core mittlerweile besser funktioniert oder näher am Original dran ist, als jetzt der 4020 Core. Warte mal, jetzt 3, 2, 1 und los, los, lauf, 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 lauf. Ja. Wie kann ich denn hier weiterkommen? Also hier runterklettern kann ich nicht. Achso, ich muss springen. Wahrscheinlich kann ich springen. Ja, ich kann springen, ich kann springen, ich kann... Ah, ich bin doof. Das hat ja sogar Scrolling, das Spiel. Habt ihr das gesehen? Das hat Scrolling. Ich bin jetzt so erschrocken, dass das Scrolling hatte. Ja, hier scrollt's auch. Nein, 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 nein. Ich bin zu früh gerannt. Was spiele ich denn da? Ich weiß es gar nicht. Moment, ich bin... Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich spiele Perilous Cavern von 1990 von Andreas Dietmer mit 16 Kilobyte Speicherwartung. Also ich finde, das Spiel sieht gut aus. Es ist nur höllisch schwer, weil ich muss das jetzt hier so abpassen, dass ich hier durch diesen Greifarm komme, weil ich darf nicht stehen bleiben, weil sobald ich stehen bleibe, sterbe ich bei diesen komischen Spitzen unten drunter. Warte mal, und jetzt, lauf, 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 lauf. Na, ja, ich hab's. So, und jetzt kann man hier sogar hüpfen. Warte, hier, schaut, ich hüpf, ja. Geil, scheiße, nein. Das ist so schwer. Oh, Mann. Aber, gut, ich würde sagen mal, das reicht. Ich muss mir das mal gerade aufschreiben, weil das finde ich jetzt echt ein richtiges Highlight. Auch wenn ich unfähig bin. Perilous Cavern, also ein neues Spiel von 1990. Mit 16 Kilobyte Erweiterung. Super, dann machen wir mal das nächste Spiel. Ja, es sieht echt gut aus. Vor allem, es hat mal Musik. Und Musik ist auf dem 4020 wirklich eine Seltenheit. Und der konnte eigentlich auch ganz gute Musik machen, wenn man den richtig programmiert hat. Ach, jetzt habe ich die Speicherweiterung an. Nee, die geht mit Speicherweiterung. Oh, das ist selten. Press Control for New Game? Oh. Warte mal, ich darf nicht so hüpfen. Oh Mann, der hüpft wie ein alter Sack. Achso, ich kann hier hochhüpfen wahrscheinlich, oder? Ja. Ist da eine Kettensäge? Irgendwie ist mein Kopf jetzt am Sägen. Ah, nee, der. Ja, bleib da, lauf. Ich kann jetzt hier irgendwie... Ah. Warte mal. Hüpf, hüpf. Nein, der blöde Hund da oben. Mensch. Oder kann ich jetzt hier vielleicht auf dem Luftballon hochgehen? Kann hüpfen? Nee, der tötet mich, der Luftballon. Sieht aber eigentlich auch ganz nett aus. Man darf jetzt hier das Flackern von, diesem... Gut, das ist ja kein Sprite. Sondern der V20 hat ja einen Textmodus. Und auf einem Röhrenbildschirm wird das gar nicht aufgefallen hier wahrscheinlich. Dann... Da gibt es eh dann halt immer so Grundflimmern. Ja, aber guck mal hier, ich komme jetzt hier hoch. Und dann muss ich wahrscheinlich einmal hoch und dann die Note einsammeln. Da warte ich erstmal, bis der Hund da vorbeikommt. Oh nee, der hüpft wie ein lahmer Sack. Ach nee, ich muss da hinten hoch. Ach, ja. So, warte mal, ich muss jetzt mal gucken hier. Ich muss so lange laufen. Und dann muss ich abpassen. Warte, bis ich freie Bahn habe. Und jetzt, spring, hüpf. Nein, 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 nein. Der hat nicht nach links, rechts gehüpft. Der ist geradeaus hochgehüpft. Warte mal. So. Aber man lernt ja echt durch Sterben. So, ich warte jetzt ab. Und jetzt, los. Ja, jetzt. Lauf und... Oh Mann, jetzt habe ich dir beim Ohrläppchen gestreichelt und er stirbt. Oh, naja, auf jeden Fall ist es auch
eigentlich ganz lustig. Ich schreibe es mir auch mal auf. Heute ist dann dieser Leiter-Jump-and-Run-Tag. As Perils of Willy. Von 1984. So. Gut. Mal das nächste Spiel. Pests. Und da fehlen auch schon wieder Files. Oh. Das ist hier der zweite Teil. Ja, hoffen wir es mal. Ich probiere es mal aus. Also das ist vielleicht der Teil 1. Ich habe das in zwei unterschiedlichen Archiven reingepackt. Aber ich hatte hier noch die 16 Kilobyte Speicherweiterung drin. Das hatte ich ja auch noch nicht, dass mal Spiele gingen, die nicht dafür ausgelegt waren. So, probieren wir das mal aus. Mal auf Start. Und dann beten. Es geht eigentlich hier, sehe ich gerade. Interessant. So, was ist das? Also man muss wahrscheinlich Unkraut jäten. Also das gibt es heute auch nicht mehr, so eine Unkraut-Jäht-Simulation. Ach, ich kann auch Pflanzen töten. Oder muss ich auch alte Pflanzen wegwerfen? Also das ist ja auch eine Spannungskurve, wie halt irgendwie... Als ob es nicht irgendwie Geileres gibt als Unkraut-Jäten. Da fällt mir auch gerade ein, ich muss auch wieder bald Unkraut jäten im Garten. Oh nein. Ich hasse Unkraut jäten. Nee, ich mach mal weiter, sonst kriege ich von dem Spiel Albträume. So, nee, Ingwer ist kein Unkraut. Was habt ihr gegen Ingwer? Pharao von Computronic mit 3 Kilobyte Speicherweiterung. Das ist was ganz Exotisches. Ich habe mir früher als Kind immer gedacht, ja, dass so eine 16 Kilobyte Speicherweiterung, wer hat denn so viel Geld, um sich eine 16 Kilobyte Speicherweiterung leisten zu können? So, seht ihr, das meinte ich vorhin mit Musik, also die Musik war halt bei vielen Spielen wirklich sehr rudimentär und da war das halt wirklich vorhin schon ein Segen, so mal richtige komponierte Musik zu hören und nicht nur irgendwelche 5, 6 Töne. Warte mal, nochmal. Und jedes Mal muss man dann wieder das Gedudel anhören, das ist doch also... Wow. Warte, was ist das? Pac-Man ohne Gespenster? So, ich bin halt der Typ oben und die Joystick-Abfrage ist absolut katastrophal. Es ist sehr verzögert. Also ich muss schon in den Joystick so eine Sekunde gedrückt halten. Warum bin ich gestorben? Ja, okay. Also, sorry, ich habe keine Lust, den Pharao einzufangen. So, Pilot. Auch mit 3 Kilobyte Speichererweiterung. Oder Pilot von J. Lauterbach. Das ist ein Trainingsprogramm für angehende Piloten. Ja. Ja, okay, komm, Flugzeug fliegen ist ja kein Problem. So, mit Joystick. Also meine Vorstellungskraft ist unendlich, aber irgendwie kann sich da bei mir jetzt derzeit nicht so richtig vorstellen, was das ist jetzt hier. Ich
glaube, also da steht Kilometer, das ist die Geschwindigkeit oder die Entfernung? Nee, wahrscheinlich die Entfernung. Und wo ist meine Geschwindigkeit? Aber wenn ich den Joystick nach vorne mache, dann sinkt die obere Zahl. Vielleicht bedeutet das halt auch jetzt die Höhe. Nee, kann eigentlich nicht sein, weil wenn ich jetzt die Nase runter mache, dann fliegt er auch nicht schneller runter. Naja, Sebastian, Kinderarbeit ist leider verboten und dummerweise kennen sich meine Kinder besser mit den Gesetzen aus, als ich mich selber entsprechend. Oder die wollen halt immer sehr viel Geld haben dafür. Und dann denke ich mir immer, dann kannst du es selber machen. Ja, Miri, siehst du, du bist nie richtig geflogen, ja, weil wenn du mal fliegen könntest, würdest du das bedienen können, das Programm. Das ist nur für Piloten. Nee, ich mach Spaß. Die Miri ist ja mal Segelflugzeuge geflogen. Ich ziehe sie aber immer gerne auf. Ja, ich versuche mal abzustürzen, weil das kann ich immer sehr gut. Also runter komme ich immer. Aber was ist denn LAFH? Also ich glaube, wenn es 0 ist, dann bin ich tot. Nein. unter 0. Miri, hast du eine Ahnung, was LAFH ist? Also Höhe, dann bedeutet das gerade, ich bin jetzt unter der Erde. Naja. Gut, ist egal. Ich glaube, das ist jetzt auch wirklich nichts für hier. Pinball Wizard. Von 1983. Warte mal, gab es denn nicht auf dem Amiga ein Spiel, das Pinball Wizard hieß? Oder Pinball Fantasy? Aber Pinball Wizard, sagt mir doch was. Oder täusche ich mich da jetzt? So, wie steuert man das? So, mit F1 startet man, aber ich weiß nicht, wie ich die Beinchen bewege. Oder wie man die Dinger nennt. Flipper oder die. Da gab es irgendwie einen Namen, aber ich hab's vergessen. Also ich muss erstmal den Ball losschießen. Oh Mann, das ist. Warum war damals die Bedienung nicht standardisiert? Das ist echt zum. Ich weiß nicht, wie ich das Ding rauskrieg. Pinball Wizard Amiga, tatsächlich. Das heißt, dann gab es ein Spiel, was vorher Pinball Wizard hieß, von Micro Digital von 83. Ja, aber ich krieg den Ball nicht weg. Kann man F1 nochmal probieren? Oder man muss halt irgendwie auch länger drücken. Ah, habt ihr gesehen? Das Ding ist irgendwie nach vorne gerutscht. Ja, man muss geduldig sein. Nee. Also wahrscheinlich muss man irgendwo länger draufdrücken und dann geht das Ding auch raus. Aber das ist halt echt teilweise auch eine Steuerung, das ist unter aller Sau. Ah, nee, das ist, tja, ich krieg das Ding nicht weiter bewegt. Naja, interessant, wollte ich mal merken, ich will es mal recherchieren mit Pinball Wizard, ob das jetzt irgendwie vielleicht auch ein Remake auf dem Amiga ist oder ob das Zufall ist. Also damals wurden halt auch die Namensrechte, das wird dann nicht so ernst genommen, habe ich das Gefühl. So, Pit von Audiogenic. So. Oh je.
Ja, Press, das fängt schon gut an. Ich weiß nicht, wo dieser blöde... Ach, hier ist er wahrscheinlich. So. Ah, ich kann mich bewegen. Ah, das ist toll. Es ist sowas, glaube ich, wie gefährlicher Regen mit Wolken. Also es gab echt auch viele Spiele so mit diesem Prinzip, wo man von links nach rechts gehen musste, von rechts nach links und Geld ansammeln. Da gab es ja auch, glaube ich, von Jeff Minter sogar ein Spiel der Art. Und es sieht sogar, bis auf die Steuerung ist das echt gut. Das macht einen guten Eindruck. Also jetzt, wenn man diese Spiele mag. Also zumindest hat es eine bessere Grafik als Gefährlicher Regen. Das war ja dieses First-Party-Spiel von Commodore. So, ja, dann mal die Dollarsäcke da hinten hinbringen. Ich frage mich auch nur, wie kommt man auf dieses Spielprinzip? Also es gibt ja auch wirklich manche Spielprinzipien, die sind komplett ausgestorben, weil sie halt auch nicht wirklich bereichernd waren, beziehungsweise man konnte halt nicht mehr viel draus machen. Und das ist halt genauso ein Spielprinzip, was halt auch dann versagt ist. So, okay, gut, machen wir mal das nächste. Aber das war okay. So, nochmal Pit. Das ist ein anderes Pit mit 8 Kilobyte Speichererweiterung. Bin ich doch mal gespannt. Heute ist irgendwie ein guter Tag. Also ich habe das Gefühl, heute kommen echt gute Spiele. Moment, was habe ich jetzt kaputt gemacht? So, ja, und man kann mit Joystick spielen. Das liebe ich schon mal. Was ist das denn? Ich bin oben links. Dieses schwarze Männchen. Ist das sowas wie Boulder Dash? Kann's aber nicht ziehen. Warte mal, ich bin mal gerade hier. Nee, ich kann den nicht bewegen. Ich kann jetzt hier unten rein. Ich glaube, jetzt habe ich mich gerade kaputt gemacht. Das ist interessant. Komme ich denn jetzt hier raus? Oder ich gehe in das UFO? Geht das? Ich glaube, ich habe mir den Weg abgeschnitten. Oder ich kann nicht drücken. Und ich habe nicht aufgepasst. Ich muss nochmal neu starten. Wie startet man neu? Tja. Ich muss ein Reset machen, nochmal neu starten, weil ich weiß nicht, wie man neu startet. Aber das Spiel sieht eigentlich ganz gut aus. So, ach Mist, Instructions. Ah, man sollte mal lesen. Aber ich laufe jetzt einfach mal hier ganz... Ach, warte mal. Wenn man die Steine da reinwirft, geht dann unten die Rampe kaputt? Aber nee, ich komme da nicht hin. Nein! Jetzt bin ich unter den Stein gefallen. Ja gut, das war mir eigentlich klar. Oh. Weil ich glaube, man kann unten die Türen vielleicht einschlagen. Aber ich weiß nicht, wie ich den Stein bewegen kann. Nee, kann ich nicht. Kann ich mal ganz schnell hier unten vielleicht? Nein, kann ich nicht. Nee, dann gehe ich mal nach rechts raus. Der einzige Weg, den ich da hab.
Nein, lauf, 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 lauf. Nein, jetzt kommt da hinten der Typ. Nein. Lauf, lauf, lauf. Ja, jetzt habe ich mich abgeschnitten von dem. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Was ist denn das Ziel? Das Geld einsammeln vielleicht. So, so quer rüber kann ich laufen. Danach bricht das Ding ein. Ja. Ah, nein, 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 nein. Sorry, habe ich euch gerade aufgeweckt? Ich sollte nicht so lange brüllen, so viel brüllen. So, nochmal, aber das ist interessant. Was halt schön wäre, wenn man wüsste, ob man die Steine verschieben kann. So ein bisschen wie bei Boulder Dash, dass man da halt noch Taktik einsetzen kann. Kann man das machen? Nee, ich hab mich hier Nee, der ist schneller als ich. Warte mal, gibt's jetzt vielleicht die Anleitung? So, F3, machen wir mal die Instructions, würde mich interessieren. Ja, gut, steht jetzt nicht. Joystick, how many different level, the level is shown in the... Ja. So. Ja, es ist nicht ganz einfach. Oh Mann. Nein, nein, nein. Ingo, was machst du denn? Warte mal, ich muss mich jetzt hier abschließen. Nein, jetzt komme ich an das Ding nicht mal ran. Ich bin so... Oder ich muss unten den Stein einstürzen lassen. Nein, nein, nein. Okay, also die Steuerung ist ein bisschen träge. Wie schaffe ich das denn bloß? Ah, Mann, ich hätte doch gerade gehabt, Mann. Warum bleibt der nicht dazu? Naja, okay, ein letztes Leben. So, jetzt habe ich aber den Goldcoin. Oh, aber die sind schneller. Das ist echt unfair. Naja, aber trotzdem interessantes Spiel. Es hatte was. Das war The Pit. So. So, ja, das... Hatte was. So, machen wir mal nächstes Spiel. Pizza Delivery Man von 83. Moment, ich muss gerade kurz noch die Speicherwartung rausnehmen. So, Joystick. Das sieht aus wie GTA. Also gut, wie das erste so ein bisschen. Warte mal, man ist ein Pizzabote. Und da kommt irgendwie das Killerauto und möchte den Pizzaboten töten. Oder wie ist das? Boah, das ist aber schwer. Eieiei. Das ist Pac-Man mit Turbogeister. Schaut mal, wie schnell der ist. Nein, der holt mich auf. Oh, das ist doch unfair.
Das ist doch unfair. Das ist unfair. Also, das ist. Ich beschwere mich jetzt hier gleich. Schaut mal, wie schnell der ist hier, dieser Gespenst. Jetzt habe ich ihn. Oh nein, nein, nein! Ich hatte es doch fast gehabt. Also, Pizzaboten haben echt einen scheiß Job. Ja! Ich habe es geschafft, aber ich war in der Sackgasse. Oh nee, also, es ist. Das ist ja so unfair schwer. Ja, und vor allem, man muss ja die Steuerung exakt erwischen, ansonsten hakelt das Ding. Und das Gespenst ist schneller als das Auto. Also das ist echt ein Spieldesignfehler. Ich hab's geschafft, glaube ich. Ich habe einmal die Pizza ausgeliefert. Und es ist der leichte Level. Ja, ich hab's geschafft. Aber, boah, das Gespenst. Deswegen, ich hasse Gespenster. Auch ein Grund, warum ich nicht gerne Pac-Man spiele. Ja, aber das ist doch unfair. Naja, machen wir mal weiter. Also es war Pizza Delivery Man. So, Pizza Videogame von 83. Ist das das gleiche, oder? Es ist das gleiche. Mit Domino's Pizza. Stand es vorhin auch da? Ist das ein Werbespiel oder war das jetzt einfach nur Blödsinn? Warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob das beim anderen auch drin stand. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass da Domino's Pizza drin steht. Oder ist es dann halt wirklich eine angepasste Version? Nee, da steht Roberts Pizza. Habt ihr das gesehen? Das sind Werbespiele von 83. Hier nochmal ganz groß Werbung für Domino's Pizza. Warte mal, das muss ich mir mal aufschreiben, weil das ist ja genial. Warte, wie ist das denn jetzt hier? Pizza Videogame. So, Pizza Video. Wann gab es denn die ersten Werbespiele? Das ist ja echt ein Ding. Das Spiel ist, wie gesagt, von 83 und das ist ein Werbespiel. Beziehungsweise mit einem Product Placement. Bei dem anderen wusste ich das jetzt nicht, dieses Robert Pizza, ob das jetzt einfach nur Fake war oder ob es das wirklich da irgendwo gab. Aber hier bei Domino's Pizza, das ist ja auch das Logo. Und ich glaube schon, dass das halt jetzt ein irgendwie was Offizielles war. Ja. Von Robert Hurst. Oder Hurst, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. So, jetzt kommen wir von Plague, aber das geht leider nicht, weil es ist ein Multipart und da fehlt wieder ein Teil. Oh. Wie gesagt, die Spiele stammen von Tosek und teilweise ist da vieles nicht vollständig, ja. Also da fehlt leider was. So, Planetoids von Cascade. So, Joystick. Nee, kann man kein Joystick machen. Oh. Warte mal. A, Z, Space und M ist Hyperspace. Und F1 zu Star. Oh, Leute, das ist ja eine. Warte mal, das geht jetzt gar nicht. Das ist Defender. Ich habe dummerweise jetzt vergessen, wie ich schießen kann. Das ist eine ganz primitive Defender-Variante. Ach, mit Space kann man schießen. Aber das ist, also die Steuerung ist halt echt. Übel. Das ist keine schöne Umsetzung. Vor allem, schaut mal, wenn ich schieße, dann bleibt der ganze Bildschirm stehen.
Ja, das ist ja echt, also von der Umsetzung echt mies gemacht. Ehrlich gesagt kenne ich auch kein Spiel, wo das so umgesetzt wurde. Ja, wenn man schießt, dass halt alles am stehen bleibt. Oh je. Ja, ein Spiel habe ich gefunden. Das war Mad Rush. Und zwar, also der Arne fragt mich gerade, ob ich ein Spiel schon gefunden hätte, weswegen ich überhaupt das jetzt gemacht habe hier. Und zwar Mad Rush. Und das war wohl ein Listing aus einer Zeitschrift. Und es gab da verschiedene Vertonungen von Leuten. Also da haben mehrere Leute also Musik dazu gemacht und das dann halt ins Netz, also nicht ins Netz gestellt, sondern halt irgendwo verbreitet damals. Und die Version, die ich jetzt hatte, die habe ich noch nicht gefunden. Aber ich möchte ja irgendwann auch mal vielleicht meine Kassetten, die ich auch hier noch in dieser Kiste hatte, die ich vorhin gezeigt habe, die will ich halt auch mal digitalisieren irgendwann mal. Vielleicht finde ich es dann. So, was ist denn Plasma Bolt? Oh. Oh je. Ich habe hier irgendwie ein Gefäß. Ein U. Muss da irgendwas aufsammeln, aber das ist total schwer. Das macht keinen Spaß. Nee, macht keinen Spaß, nächstes Spiel. Also das ist manchmal schon komisch, weil bei manchen Spielen, da werde ich irgendwie nicht getriggert. Und das ist dann halt so Plattform-Game. Aber jetzt wird's lustig. 24 Kilobyte Speicher. Das hatte ich, glaube ich, bis jetzt nur ein einziges Mal. Das hatte ich ein einziges Mal, also so eine krumme Speicherbelegung. Hätte man mich auch vor 2 Jahren gefragt, ich hätte nicht gewusst, dass es eine 24 Kilobyte Speichererweiterung Version gab. So. Stehle den Bauarbeitern ihr Werkzeug. Ja. Okay. Von 1988. Was passiert jetzt? Warte mal, ich kann mich bewegen. Und was soll der da bitte schon 24 Kilobyte haben? Ist das ein Maze-Spiel, wo ich jetzt irgendwie ein Maze erkunden muss? Tja. Eigentlich schade, weil ich hatte jetzt echt große Erwartungen, weil 24 Kilobyte, das kann aber auch daran liegen, dass derjenige das einfach in Basic programmiert hat und nicht auf den Speicher geachtet hat. Kann man mal gucken durch Escape? Nee. Das sieht, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, das sieht aber auch echt nicht gut aus. Ja, also gut. Sorry, ich blick da nicht durch, was ich da mache. Und für ein 24 Kilobyte Spiel ist das echt leider etwas traurig. Pocket Racer von 2000. Ich habe keine Ahnung, was ich mache oder wer ich mache erstmal gar nichts. Ich bin wahrscheinlich der Gelbe, kann das sein? Ach, warte mal, wenn ich Space drücke? Hä? Also da ist eine Ampel, ich kann Space drücken und da ist eine Ampel. Und wenn die grün ist, dann kann ich ganz schnell. Also man muss scheinbar den oberen Bildschirmrand erreichen.
Und die Ampel darf nicht rot sein. Ach, das ist aber schwer. Okay, ich mache jetzt mal ganz langsam. Es ist ja schwer. Also man muss jetzt halt scheinbar... Mal F7 Options. Vielleicht gibt es da irgendwie... Ja, eins. Eine Runde. Oder ist egal, drei ist okay. Denkt mir immer, gut, in Options, vielleicht gibt es einen Performance-Mode. So. Warte mal, ich mach mal ganz langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so geht's jetzt auch nicht. Oder ich raste mal einfach durch, aber da kommt irgendwann mal... Ach, jetzt warte mal. Runde. Ja, jetzt habe ich gewonnen. Also man muss immer stoppen, wenn die Ampel rot wird. Und wenn man Space drückt, wenn die Ampel rot ist, dann wird man zurückgesetzt. Ja, also das macht mit Sicherheit mit mehreren Leuten gleichzeitig Spaß. Ich finde das lustig. Aber gut, gegen Computer ist es jetzt ein bisschen... Ja. Pocket Racer 2, das ist wahrscheinlich das gleiche in grün. Genau, das ist wie bei Squid Game, schreibt der Arne gerade. Genau. Ja, dieses Kinderspiel. Aber, was hatte ich, muss F1 drücken? Ist abgestürzt. Und ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Naja. Gut. Poker. Oh. Okay, mal ganz kurz reinschnuppern, wie es aussieht. Es sieht hässlich aus. Okay. Gucken wir das andere Poker auch mal ganz kurz an. Nee, auch, ja. Was ist denn Polyvog? Von 83. So. Oh, ich sehe was mit Frosch, aber warte mal, Feuer geht nicht. Tja. Nee, das Spiel ist tot. Geht leider nicht. Schade. Pong. Von 2006. Das offizielle Remake. Classic, Console, Green. Und machen wir mal Start. Kann ich mit, nee, ich muss mit Tastatur spielen. Oh. Wow, aber es ist eine 1:1 Umsetzung. Ich weiß nicht, wie ich das Ding steuere. Ach, mit F, ich komme nicht zurück. Aber von der Grafik her sieht es echt wie das Original aus. Machen wir gerade Konsole, wie sieht das dann aus? Was ist Green? Ja, cool. Ach, cool. Da kann man sogar Pong in Bund spielen. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie ich das Ding steuere. Warum gibt es denn keine Joystick-Steuerung? Naja. Moment, ich will noch mal gucken, gab es denn noch eine andere Farbe? Was ist denn Ground? Oh, das sieht auch schön aus. Wobei, ich mag eigentlich das Klassik. Ah, hier steht doch Akku LP Space. Was ist denn Akku? Ich mach mal AL vielleicht. Oder A, ich probiere noch mal aus hier. Ah! Warte mal, A? Ah! Okay, ich habe ein Problem. Ich spiele gegen mich selber. Ja gut, das ist halt... Oh, es ist aber eigentlich von der... Es geht eigentlich. Ja, aber eine schöne Pong-Umsetzung.
So, Pontoon. Ach, irgendwie wieder Glücksspiel. Weiter. Pool. Nee, was ist das denn jetzt? Ein Billardsimulator. Oh, ich kann mit Joystick steuern. Ah, okay, man muss, ja, okay. Okay, das ist jetzt echt nicht sehr schön, aber immerhin, es ist grafisch. Also ich hätte mir jetzt auch ein Poolbillard mit Zahlen vorstellen können. Und nochmal gerade hier Pool, was die darunter verstanden haben, nur mal von der Grafik her. Okay. So, dann gibt es noch ein drittes Pool von Commodore. Steht da maybe? Warte mal, irgendwas ist ja kaputt. Ah, Moment, das sieht aus, vielleicht, dass man ein bisschen mehr Speicher braucht. Ja, tatsächlich. Mit F7 Shoot. Ich meine, sowas merkt man sich doch gar nicht. Aber Replay. H-U-N-J. Oh, Leute. Also, wenn ich das schon sehe. Okay, aber von der Grafik her sieht es gut aus, aber ich habe jetzt irgendwie schon die Hälfte der Kommandos vergessen. Wow. Ist ja cool. Ich sollte echt eine Karriere als Poolspieler verfolgen, wie ich das so sehe. Ich habe Talent. ja. Gut. Aber zumindest ist es mal die, sieht das optisch am besten aus, was ich jetzt gesehen habe von den Poolbillard-Varianten. So. Pools Collector von Argos Press. So, was ist das denn jetzt? Lift or Quit? Ein Lift-Simulator. Ja, Leute, da kann man simulieren, wie man Fahrstuhl fährt. Hat doch auch was. Als Kind wollte ich immer Fahrstuhl fahren. Es war so ein Machtgefühl, wenn man den Stock einstellen konnte. Was ist das denn jetzt? Gehen wir mal hier zum Klingelmännchen. Was, man muss da Geld einsammeln? Der Schutzgeldsimulator. So überall mal klingeln und weglaufen. Ja, also das ist jetzt merkwürdig. Ja, ich habe Achimon, ich hatte ja, glaube ich, beim vorletzten Mal auch einen Rasensimulator mal hier auf dem VC20 gespielt. Es gibt übrigens aktuell im Game Pass, bei der Xbox gibt es auch einen Rasenmäher-Simulator. Ich muss zugeben, das ist ein Genre, was mich jetzt auch nicht so tangiert. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Spiel, Puyan von der Computer mit. So, oh je. Was passiert denn jetzt hier?
Achso, ich muss jetzt irgendwie. Das ist ein Luftballon. Also Luftballons und die muss ich irgendwie abschießen. Oder nicht? Keine Ahnung. Oder muss ich diese Krokodile da abschießen? Nee, nächstes Spiel, das sieht auch nicht toll aus. Oh je. Ich bin schon müde heute irgendwie. So. Potoles. Ui. Da fahre ich und es sieht sogar mal ordentlich aus, was da rumliegt. Und ich weiß jetzt nicht, was ich da einsammeln darf. Darf ich die Tränke einsammeln? Nein, darf ich nicht. Das sieht aus, als ob man über den Müllplatz fährt. Vor allem... Was darf man da einsammeln? Das sind auch Kinderwagen, die rumstehen. Oh, jetzt habe ich gerade einen Kinderwagen überfahren. So, ich habe keine Ahnung, was man jetzt hier macht. Also das sind halt Dinge, die da rumstehen. Man darf nichts einsammeln. Ach, den Smiley durfte man einsammeln. Oder nicht? Ja, gut. Ja, okay, also das... Ich gucke nochmal gerade, kann ich den einsammeln? Ja, den kann man einsammeln. Ja, naja. Achso, heißt es Potholes oder ja, ne, Potholes. Ah, okay, danke schön für den Tipp, Achimon. Potholes, das kann ich jetzt nicht den Ausdruck. Ich hätte jetzt hab gelesen Potholes. Aber schau, was ist denn jetzt hier los? Da gibt es ja eine ganze... Da gibt es ja 1000 Spiele irgendwie mit diesem... Pothole. Jetzt von oben... Von oben nach unten. Oh Mann, das Sohn geht mir auf den Keks. Machen wir mal gerade die anderen Potholes. Das ist das Gleiche. Machen wir Potholes 2. Das Schlagloch schlägt zurück. Okay, das ist von oben nach unten. Ja, das sieht auch... Ich sehe jetzt nicht den Fortschritt hier so richtig. Machen wir mal hier Potholes 8. Die Rückkehr der Schlaglöcher. Und da brauchen wir, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Speicher, weil der funktioniert nicht ganz. So, keine Instructions. Oh nein. Er stürzt ab oder er rendert. Ja, ich denke mal, es heißt doch Potholes, ne, oder nicht? Potholes. Ne, warte mal, jetzt mit 2 T. Kannst du mir auch mal im Translator mal anhören lassen, wie das dann, aber ich vermute mal von Pot, also, ja. Ein Hole. Okay, es geht leider nicht. Schade. Dann machen wir mal die 7, weil. Weil das ist ja wirklich damals scheinbar ein Spielprinzip gewesen, was die Leute gerne gespielt haben. Da gab es ja wirklich so viel... Ja, das geht auch nicht. Naja, dann lassen wir das mal. Aber so toll war es jetzt auch nicht. So, Power Blaster von Romic.
Aber da fehlt wieder ein Part. Also leider sehen wir da nur das Titelbild. Weil es ist halt leider nicht komplett. Ja. Power Pack von Computronic. Okay, da sind die Parts vorhanden, das Spiel funktioniert. So, jetzt machen wir den nächsten Part rein. So, das ist ein Labyrinthspiel. Wieder mit Geistern. Ich hasse Geister. Und ich kann mich nicht bewegen. Ach nee, das ist mit Tastatur. Aber immerhin, ich habe jetzt Leute, und das ist eine Steuerung, das ist wieder unter aller. Man muss es mit zwei Händen steuern. Ich kann das nicht. Ich kann, das ist also. Normalerweise würde ich mir das jetzt auf den Joystick mappen. Ja, weil ich kann das nicht spielen. Das ist unmöglich. So, Problems. Your everyday problem. Money, school, work, sex, looks. Tja, fangen wir mal mit Money an. Too much, too little. Ja, zu wenig natürlich. Ja. Was sind das jetzt für Weisheiten? Dann nochmal run. Was macht ihr denn bei Sex, würde ich jetzt gerne mal wissen. Too much, too little. Machen wir auch mal too little erstmal, was? Oh Mann, was ist das denn? Oder warte mal, machen wir jetzt mal too much? D? Too much? You call that a problem. Was sind das für Dinger, die hier dann im Netz, also, die da rumschwirren? So, ja, also ein Problemberater, der aber auch nicht wirklich viel bringt, also so ein Blödsinn, sorry. So, dann gucken wir nochmal hier von Computronic Post, wahrscheinlich der Rennfahrer, oder? Und das geht, ach doch, es geht wohl, muss ein bisschen geduldig sein. Nee, doch kein Rennfahrer. Ach, ich kann mit dem Joystick bewegen. Ich bin ein Smiley. Ach, und ich muss trinken, ich muss Flaschen sammeln. Deswegen heißt es Prost. Ach, du heiliger Nudelsalat. Schaut mal, da geht ein Timer. Und man muss möglichst viele Flaschen sammeln. Und dann wird der Timer wieder ein bisschen höher. Ach, so geht's eigentlich. Stimmt. Man muss sich dann halt eine Route ausdenken, die möglichst direkt ist. Und wahrscheinlich kann ich es jetzt schon nicht mehr schaffen. Ah! Lauf! Trink! Nein! Nein, 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 nein! Warte mal, nochmal. Nee, der läuft nicht mit Dampf, der VC20. Warum? Ich muss aber zugeben, ich habe hier mein VC20 schon seit 30 Jahren nicht mehr angeschlossen. Also ich weiß gar nicht, ob der noch funktioniert. So, einmal will ich hier nochmal trinken. Ach nee, wenn man einen Baum umstößt, dann wird Zeit abgezogen. Ach, das ist aber echt schwer. Naja, das war Prost. So, Psycho Shopper. Von Mastertronic mit 8 Kilobyte Speichererweiterung. So. Nein, was mache ich denn hier? Und Start. Oh, das sieht ja bunt aus. Get ready. Das hört sich schon fast nach Jeff Minter an. Nee, das ist ein Frogger. Nein!
Du blöder LKW! Also ich war noch nie gut im Straßenüberqueren. Warte mal, jetzt hat mich der Fußgänger totgeschlagen. Oh Mann. Kann ich auch hier einfach rüberrennen? Nee, kann ich nicht. Ich muss über den Zebrastreifen gehen. Oh nein, jetzt hat er mich am Fuß erwischt. Warte mal, einmal will ich versuchen, die Straße zu überqueren. Das kann doch nicht so schwer sein. Im echten Leben schaffe ich das auch ab und zu. Nein, du blöde Fußgängerin! Oh Mann, das ist doch... Nein! Jetzt ist... Also das ist... Ich krieg das Timing nicht hin. Entweder ist die Fußgängerin zu schnell oder der Lastwagen überfährt mich. Und was ist, wenn ich das hier nehme? Achso, da kann ich irgendwas... Vielleicht ein Schutzschild. Ja! Lauf! Warte mal. Das Idee habe ich gesammelt. Ja, enter hier. Passiert nichts. Oh ne, sag bloß, ich muss die ganzen Dinger sammeln. Das kann natürlich auch sein. Oh. Das ist ja echt schwer. Warum waren damals die Spiele so verdammt schwer? So, man muss also wirklich das alles hier einsammeln. Tatsächlich, aber wie komme ich denn an die... Rechts? Das ist ja echt so ziemlich... Oh, du blöder Lastwagen! Mensch, ist das schwer! So, warte mal. Oh, jetzt bin ich hängen geblieben an der Straßenkante. Nein, jetzt bin ich wieder hingeblieben. Ich schaff's nicht. Es ist echt zu schwer. Oh, je. Gut, machen wir mal weiter. So, aber fand ich eigentlich ganz gut, den Titel. Ich schreibe den mal auf. Es war Psycho Shopper, der Shopping-Simulator. Wobei, das hat ja mit dem Shopping nichts zu tun. Dann kommen wir jetzt zu Punch. Ach, ich muss die Speicherweitung ausschalten. So. Machen wir nochmal ein Reset. Und Run. Oh, das sieht schön aus. Also ein schöner Schriftzug. BN. Immerhin, das steht da. Ach! Ja, das kennt ihr ja. Das ist ja ein Breakout-Klon. Der sogar relativ ordentlich spielbar ist. Also die Steuerung ist relativ exakt. Es gibt auch kaum Latenz. Es ruckelt halt nur ein bisschen. Also wie man sieht, der Ball, der zerreißt. Das war eigentlich auch ein Genre, was Anfang der 80er extrem populär war und was dann halt irgendwo auch dann mal ein bisschen versackt ist, beziehungsweise ja, es gibt ja heute, glaube ich, auch keine so aktuellen Titel mehr, oder? Ich weiß nicht, also da ist der Arne wahrscheinlich der Experte. Aber das ist halt ein Genre, was halt so ein bisschen Schattendasein führt. Im Gegensatz zu einem Tetris, was ja heute noch in verschiedenen Varianten neu auferlegt worden ist, aber hier so ein Breakout, könnte man eigentlich auch was Modernes machen, mal heutzutage, finde ich. So, wie ihr seht, ich lebe noch. Also das ist ein gutes Zeichen.
Vor allem, ich habe das Gefühl, dass die Physik einigermaßen realistisch ist. Also, es fühlt sich gut an. Okay, jetzt war ich zu langsam. Ja. Gut, der Patrick, der hat sich was im Mund gesteckt. Ich glaube, der möchte ran oder er möchte nicht ran, wenn er sich was im Mund steckt. Es ist immer schön, Ingo, wenn du Kommentare abgibst, wenn ich mich hier gerade vorbereite. Ich habe mir nichts im Mund gesteckt. Mein Gott, heiße ich Ingo? Ist ja auch nicht wahr. Ja, eben. Also erzähl nicht irgendwelche komischen Dinge. Ich bin froh, dass wir noch auf 100 Minuten liegen. Ich muss nicht so lange Spektrum spielen. Viel besser. Wir machen hier nachher um 20 Uhr das Retro-Bingo. Ingo, du hast noch 3 Minuten. Also alles gut. Ah, okay, dann spiele ich noch ein bisschen weiter Breakout. Weil das finde ich echt gut spielbar. Ist natürlich jetzt die Frage mit der Langzeitmotivation, ob es jetzt auch noch andere Level gibt. Das weiß ich nicht. Und was man natürlich nicht machen kann, man kann halt den Ball auch nicht schneiden irgendwie, weil die Steuerung ist ja nur linear. Also das heißt, man hat ja, digital, beziehungsweise man hat ja nur die Tastatur und da kann man jetzt nicht wie mit einer Maus irgendwas anschneiden. Wobei ich überlege gerade, mit dem beim C64 gab es da irgendwelche Breakout-Klone, wo man schneiden konnte, weil mit Joystick geht das ja generell schlecht, also zumindest mit einem Digital-Joystick. So. Ich höre ein Röcheln in der Leitung, das ist wahrscheinlich der Robin, der sein Mikrofon anhat. Ich röchel doch gar nicht. Was sagst du da wieder? Nee, im Hintergrund höre ich so ein Zischeln. Das ist mein Ego, der ein bisschen Luft rauslässt gerade. So, naja, auf jeden Fall ist das eine ordentliche Umsetzung, finde ich. Die ist gut spielbar. Und auf dem alten Röhrenfernseher wird man das wahrscheinlich gar nicht erkennen, dass es so flimmert. Du wurdest im Chat geadelt, Ingo. Das finde ich sehr schön. Womit? Ich kann gerade nicht gucken, weil das ist echt schwer gleichzeitig. Du bist ab jetzt unser Lord Inverness. Ich habe mir diesmal nichts im Mund gesteckt. Aus Inverness oder woher? Ich dachte vorhin wirklich, sein Schreibfehler in der Überschrift, weil jemand schrieb, es fehlt ein W. Ich habe den Witz erst 5 Minuten später verstanden. So. Also ich möchte nochmal Werbung machen, vielleicht für den Top-3-Talk, wenn ich jetzt gerade hier so im Übergang bin. Also heute Abend geht es um Papier, um gedrucktes in ja, aller Art. Und jeder darf dann so seine Schätzchen vielleicht auch zeigen. Das macht ja auch durchaus Sinn. Das Ganze ist ja auch dann ein... Robin, warum lachst du wieder so? Alles gut. Robin möchte heute Abend auch seine Schätzchen zeigen. Hast du gedruckte Schätzchen? Ja. Du kennst doch sein Problem mit Papier. Genau, also heute für Papierfetischisten eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Entschuldigung. Wir dürfen halt über Geruch reden und über die Tinte, die da vielleicht doch 40 Jahre alt ist, verwaschen ist und wenn man dran leckt, dass sie halt dann noch so schön zerfließt. Du meinst, es schmeckt ein bisschen wie Schulbücherei, wenn du dran rumleckst? Genau. Aber mir ist ja vorhin was ganz Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen. Und ja, aber wir wollten es klippen und haben die Funktion nicht gefunden. Die ist die Tüte verschimmelt. Nein, ich habe ja so eine Tasche, so eine Gameboy-Tasche, das ist Neopren, hat sich aufgelöst und verflüchtigt. Und das ist dann halt so zerbröselt. Das ist kein Neopren. Nee, Neopren zerbröselt normal. Polyethylen wahrscheinlich. Ja, irgendwas. Auf jeden Fall war das so richtig ekelhaft. Ich habe hier alles eingesaut und dann habe ich das versucht, mit Wasser wegzuwischen und dann ist es verschmiert. Ja. Und das war dann so richtig ekelhaft. Und meine Hände Waschbenzin oder meine Hände waren so schön speckig danach. Ich konnte nichts mehr anfassen und ich musste dann meine Hände waschen gehen. Erstmal. Also ich habe ja mittendrin dann quasi einen Cut gemacht und habe gesagt, ja, ich muss mal gerade Hände waschen gehen. Und ja. Der Chemiker sagt dann immer Similis Similus Solvuntur, also Gleiches löst sich in Gleichen. Das heißt, wenn du etwas auf Erdölbasis hast, musst du es mit Erdöl wieder wegmachen. Ja gut, ich habe mich gefragt, sollte Ingo aufpassen mit Ingwerprodukten, weil wahrscheinlich besteht ja schon daraus. Okay. Ja, ich hab noch ein bisschen Isopropanol, vielleicht kann man das damit Aber bitte nicht vor unserem Retro-Bingo, weil das würde vielleicht ein bisschen zu weit führen. Hast du noch was, Ingo, oder können wir weiter? Nee, also ich bin jetzt, ich danke erstmal dann fürs Zuschauen und dann freue ich mich halt dann bis zur nächsten Sendung. Und ich muss jetzt erstmal hier aufräumen, ja? Ingo, es wurde gefragt, was das dann, die C-flüssige Flüssigkeit, die da hinten sich verflüssigt. Das ist ein Bildschirmschoner.
Kannst du das einmal Genau. das Hauptbild ausmachen, damit die Leute sehen, was da hinten passiert? Ja, Moment. Robin hat also dezent darauf hingewiesen, du sollst dein Gesicht entfernen. Ach so, das sieht ein bisschen aus, wie Genau. früher, als ich mir früher Quench ins Wasser gemacht habe. Das hat sich genauso. Genau, Oder und hier. eine Paarung von drei großen Kopfhüßlern. Sieht sehr Ja. schön aus, Ingo. Und vor allem sieht es manchmal aus, als wenn dein Kopf raucht. Also auch Ja. wunderbar. Auf jeden Fall, Moment, ganz, ganz kurz. Top 3 Talk, ja, bitte, bitte. Also dran denken und wer mitmachen will, kann einfach dann dazukommen. Ganz Ich komme auf wichtig. jeden Fall später dazu. Ich muss mir noch ein paar Bücher angucken. Ich weiß, mir fallen die Namen nicht ein, aber da gucke ich Ja, auf jeden ich habe Fall ein nachher paar nochmal schöne Bücher gefunden, beziehungsweise auch andere Dinge. Ja, so richtig peinliche Dinge. Ja, gut, eigentlich nicht. Aber ich zeige es euch einfach mal. Da freuen wir uns wieder drauf. Dann danken wir dir, Ingo, für dieses schöne Programm bisher und schalten gleich mal um auf das Retro-Bingo. Und vom Ingo gibt es dann nach dem Bingo noch etwas mehr. Das Und dann ist